In seinem Ofen darf ich aber nichts machen, ne? Ich darf mit ihm nochmal reden, aber das brauche ich ja jetzt nicht. Ich weiß ja, was ich tun soll. Ja, okay, ich soll hier das Symbol der Reinheit finden. Ich habe ein Koboldschild mit einem seltsamen Wappen gefunden. Hoheit, dieses Wappen sieht vertraut aus. Das sieht aus wie das Wappen einer adligen Menschenfamilie. Red doch nicht so schnell, ich kann nicht so schnell vorlesen. Der Schrein wurde von Kobolden entweiht. Okay, das ist ein Schachbrett. Mit leeren Schachformen. Hier ist keine Farbe drin. Und da fehlen restliche Scherben. Okay. Gut, gut, gut. Das alles zu seiner Zeit. Pflanzenabfall. Ich habe einen wunderschönen Glitzerstein gefunden. Was kann ich hier nachher noch tun? Nackter Felsen. Mitten in der Pilzgruppe. Hier wächst nichts. Okay, da muss ich nachher wohl meinen Blumenkasten hinsetzen. Baumrinde. Rinde wächst über eine alte Zapfstelle für Baumharz. Okay. Ich kann momentan noch nichts tun. Leere Aussparung, alles leer, nichts funktioniert. Oh, hier darf ich Dinge machen, aber ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht wie und wofür. Das bringt mir noch nichts, okay. Oh, die Tebi ist da. Guten Abend. Das sieht aus wie die Feenkönigin. Verehren die Zwerge sie? Scheinbar, aber wenn sie das täten, hätten sie die Statue besser in Schuss gehalten. Was habe ich da aufgesammelt? Rindenpapier. Wo darf ich da hinten hin? In eine Höhle. Das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir. Was für winzige Bötchen. Da passe ich doch niemals rein. Ein unvollständiges Boot. Ich weiß nicht, wie man es fertigstellt. Wenn ich doch nur Bootspläne hätte. Jetzt muss ich auch noch mein Schreinertalent unter Beweis stellen, ne? Ich soll diese... ihre Lichtsporenlaterne... Kann ich nochmal mit dir reden? Okay, ich muss ja so immer meine komische Spur da aufladen, aber. Also hier schon mal nicht. Das heißt, ich guck mal weiter da hinten rum. Ich habe Blumenerde, ich habe eine leere Laterne, ich habe meine Taschenuhr noch. Rindenpapier. Ah ja. Gut, da unten kann ich doch nichts mehr machen. Ich dachte, ich hätte was übersehen da unten. Da geht nichts, da geht erstmal nichts. Habe ich hier sonst noch was nicht gesehen? Das ist nicht, was ich erwartet habe. Ja, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Meine alte Zapfstelle für Baumharz. Ich muss das irgendwie hier wegkriegen. Ich habe die Glitzersteine, aber ich habe nur einen davon. Ich habe noch eine Taschenuhr. Was mache ich mit dem Krempel jetzt? Ich meine, ich kann hier die Blumenerde hin leer. Okay. Ein ganzer Batzen Pilze ist plötzlich aus dem Boden emporgeschossen. Aha. Eine Spur voller Tinte. Nichts. Okay, wir kriegen gleich erstmal einen Gehörsturz vom ganzen Bimmeln und Klingeln. Wir haben alle von diesen Spur... Okay. Oh, hey. Tada. Gib mir das. Vorsichtig stecke ich die silberne Lichtspore in die Laterne. Gut, okay. Meister, da, nimm meine Laterne. Du stehst in der Gunst der Geister der Weisen, Sophia. Das ist unsere Geschichte. Vor kurzem kam die Finsternis im Licht in das Land, verletzte die Kobolde und ersetzte den König mit dem bösen Grummel. Aber noch ist nicht alles verloren. Kobold Krummbein war ein guter, weiser Ältester. Man sagt, er ist tot, aber er lebt in einem Versteck. Das Orakel weiß, wo er ist, doch der Schrein des Orakels wurde bei dem Koboldangriff entweiht. Aber du hast ein reines Herz. Wenn du den Schrein segnest, wird das Orakel sprechen. Ich bin sowas wie eine Gottheit, okay. Du benötigst Glitzersteinstaub, Trollharz und einen Mondlichtkristall. Der Mondlichtkristall ist irgendwo in der Hütte, aber ich sehe nicht mehr so gut. Deine Augen sind noch scharf. Du wirst den Kristall bestimmt finden.
Oh, hi, hi. Was? Oh, ich darf Dinge hin und her räumen. Schön. Und Dinge auch noch suchen. Okay, ich muss erstmal Zeug aus dem Weg schaffen, damit ich überhaupt Dinge finden kann. Meine Maske. Oh. Ah, die muss ich auch noch richtig hinbasteln. So rum. Deine Augen müssen rot unten sein. So. Also, ja, ich weiß. Den räume ich mal da unten zu meinem Drachenkumpel da dazu. Ein Lineal, ein Hammer, ein Tröthorn. Was ist der hier? Muss ich dich aufladen? Das ist schwach für das silberne Licht. Okay. Das ist nicht die. Ah. So. Ist hier einmal mit Mondlicht aufgeladen. Dann habe ich noch den komischen Krug da unten rumstehen. Einmal das hier. Nein, habe ich nicht. Was mache ich eigentlich mit dir? Wo räume ich dich hin? Ich suche gerade das hier. Also ich sehe das hier oben, aber. Ah! Mache ich dich hier heiß, dann. Ah! Okay. Meine Vogelstatue. Ah, hat noch keine Flügel, so. Und ein Säckchen Murmeln. Muss ich das auch irgendwo erst ausleeren, vielleicht? Das sehe ich nämlich nicht. Ja, da unten. Wunderbar. Musikpilze, ja. Klingelpilze. So, ich habe den Mondlichtkristall, ich habe meine Tintensporen. Die kann ich hier, glaube ich. Ich soll doch. Ach, ich muss erst noch mal mehr Tintensporen züchten. Okay. Wenn ich nur etwas Papier zum Zeichnen hätte, ist kein Problem. Male ich das jetzt. Ja, ich male das so nach. So? War das nicht vollständig genug? Ist das so. Gefällt dir das so besser? Vollständige rechte Seite des Rorschachbildes durch Klicken und Ziehen mit der Tinte. Ist das nicht vollständig genug? Hallo? Das ist doch vollständig. Oder nicht? Fehlt hier noch was? Das halt nochmal. Ist dir das nicht gerade genug? Oder. Ja, war ihm wohl nicht gerade genug. Oder nicht schief genug, besser gesagt. Das ist außerdem der fantasievollste Rorschach-Test, den ich je gesehen habe. Habe ich hier vielleicht. Bin ich hier ein bisschen daneben gekommen? Ja, wahrscheinlich. Oh, ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja, jetzt hat der Stern halt so einen kleinen Knick da drin. Nicht weit genug hier draußen. Gut. Ich bin jetzt nicht gerade der Meisterkünstler, aber abstrakte Gemälde, ja. Vor allen Dingen, ich mal hier total andere Sachen drauf, die hier gar nicht zu sehen sind. Naja. Naja. Was habe ich hier denn noch eigentlich? Mörser. Ja, Glitzersteine, das ist schön. Hier hat offenbar jemand schon Glitzersteine zermahlen. Ich habe nur einen von drei. Wem gebe ich jetzt eigentlich diesen Rorschach-Test? Auf dem Marktplatz, okay. Was ist mit dir? Ich soll ja nochmal mit dir reden, ne? Der Weise hat bestätigt, dass du ein reines Herz hast. Ich werde dir helfen, na. Ich habe einen Glitzerstein, aber du musst mir dein Wissen über Schmetterlinge beweisen. Sie sind die Diener unserer Waldgöttin. Kein Problem. Meine Augen sehen nichts. Meine Flügel haben Mondsicheln, Flügel wie ein Schwalbenschwanz. Soll ich jetzt das einkreuzen, was zutrifft? Wahrscheinlich. Meine Augen sehen nichts. Du hast Augen, du hast Augen. Du. Und du? Und ihr habt eigentlich auch Augen, ne? Ja. So, meine Flügel haben Mondsicheln. Okay, und diese Form. Deine Flügel haben keine Mondsichel.
Deine Flügel haben keine, also du bist wahrscheinlich der richtige Schmetterling da unten. Du hast Mundsicheln, du hast Augen. Gold umrändert. Oh nein, das müsste Silber sein. Ist das Silber? Das ist Silber. Okay, du bist nicht der Richtige. Du hast keine Augen, du bist aber Gold umrandet. Deine Flügel sind mondsichelförmig. Bist du mondsichelförmig? Ich glaube nicht, dass du das bist. Bist du das? Hast du eigentlich Augen? Nein. Gold umrandet, mondsichelförmig. Also da hätte ich eigentlich gedacht, das wäre der hier. Aber er ist nicht gold umrandet. Nö, du bist es doch nicht. Oh doch, doch, er wäre es gewesen. Diesen Mondsichel für mich, okay. Ich bin wie ein Herbstblatt. Sterne glitzern hinter mir. Ich kündige die Morgendämmerung an. Der Zwergenälteste belohnt mich mit einem Glitzerstein. Jo. Mondsichel ist schon vorbei. Ja, ja. Ich habe es etwas zu spät gesehen. So, jetzt habe ich 2 von 3 Steinen. Ich habe immer noch meine komischen abstrakten Gemälde. Darf ich jetzt eigentlich... Jetzt darf ich das Messer mitnehmen. Wachse im Walde und auch an Füßen. Isst du den Falschen, wirst du büßen. Ja. Muss ich nur finden, dass das sieht nach Pilz aus, ne? Ach, da unten ist der andere. Glitschiger als kröterig. Nicht so warzig wirke ich. Fröschli? Mein Augenapfel wird's nicht sein, doch rot und rund und hübsch und fein. Ein Augenapfel wird's nicht sein, das ist schön. Rot und rund und hübsch und fein. Ja, mal dich hier. Eine hübsche Tomate. Bin nicht glitschig, kann nicht singen, quake froh und habe Schwingen. Ente, ganz was auch immer. Süß, violett, rund und adrett. Weintrauben. Oh, da hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Ich hätte voll Bock auf Weintrauben. Saure Küsse machen heiter, schmecken lustig und so weiter. Gib mir die Zitrone. Der Blätter habe ich 4. Ich bringe das Glück zu dir. Da oben. Fress gern Heu, hab eine Mähne. Bin kein Leu, hab große Zähne. Ja, im Vergleich zu Menschen denke ich ja. Ich bin gelb und rund und lang und folge nur dem Sonnengang. Gelb und rund und lang. Das ist glaube ich die Lieblingsblume meiner Mutter, die Sonnenblume. Mein Element ist H2O, hab Flossen, Schuppen und bin froh. Ich dachte gerade, hab Flossen, Schuppen und einen Po. Hetzt so manches Katzentier, doch Knochen sind mein Herzpläsier. Also mein Hund hat keine gefressen, die war mir zu faul dafür. 1, 2, 3 Blatt, ob er wohl lieb mich hat? Tomat. Ja, die gute Tomat. In der Laterne befand sich ein Glitzerstein. Jetzt habe ich 3 Stück und darf die jetzt zu Staub zum Mörsern. Nimm die. Gut, nehmen wir halt den ersten. Den zweiten. Ich stelle mir das echt anstrengend vor, so ein Kristall zu zermalen. Ich weiß ja nicht, was für ein Härtegrad die haben und wie lange man da wirklich dazu braucht. Vermische den Staub, um die in den Ablagen gesetzte Farbkombination herzustellen. Okay, dann brauche ich hier gelb. Da brauche ich ein bisschen weiß. Nochmal gelb. Mehr davon. Dahin. Brauche ich die hier? Ja. Blau ist schon blau. So, jetzt muss ich hier einen Matschbraun herstellen, ne? Hä? Oder ist das schwarz? Nee, ist das weiß? Es ist doch Matschbraun hier eigentlich, oder? Sehe ich das falsch? Habe ich eine falsche Farbe hergestellt?
Ja, grün. Das? Bist du hässlich? Also schwarz und gelb gibt aber nicht braun eigentlich, oder? Nur was vergessen. Das ist... Das passt, oder? Das muss doch blau sein, oder muss das schwarz werden? Nö. Habe ich hier was vergessen? Ich guck mal gerade auf den Chat nach unten. Habe ich hier was vergessen? Das ist orange, das ist... Pink, das ist grün, das ist... Mach ich da nochmal drauf? Nee, das ist lila, das ist grün, das ist hellflieder. Ist das dir nicht... Ist dir das nicht dunkel genug vielleicht? Ah! Mitte unten schwarz. Ja, ja. Es war ihm nicht dunkelblau genug. So. Glitzersteinstaub, das ist schön. Was mache ich jetzt damit? Jetzt brauchst du nur noch ein Material, um den Schrein des Orakels zu weihen, Sophia. Möge Weisheit dich lenken. Ich hab ganz tolle Taschen. Wow. Der ich das Orakel weihen kann. Wieso darf ich mir das Bild eigentlich nochmal ansehen? Kann ich das da rausschneiden? Nö. Kann ich eigentlich noch was anklicken? Bin ich fertig? Ich bin fertig. Ah, kann ich mit dem... Okay, das ist das Harzmesser. Schade, aber wieso darf ich ach so. Kann den Staub auf dich werfen. Ich kann dir den Kristall hinhalten. Ich kann dir meinen Rohrschachttest zeigen. Nö, möchte sie wohl alles nicht. Ich könnte aber auch eigentlich meinen Drachen benutzen, um das Moos abzufackeln. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Oh, okay. Ich zapfe einen Tropfen Harz vom Baum, aber er wird in meiner Hand zu Stein. Ah, okay. Ich brauche ein Gefäß. Ich habe eine Taschenuhr. Ja. Abstraktes Gemälde. Kann ich euch Rohrschachtteste hier irgendwie benutzen? Kann ich euch Farben da reinmatschen? Hier ist eine Aussparung. Was gehört hier wohl hinein? Ich kann den Kristall da reinwerfen. Ich kann meine Zettel da reinwerfen. Findet sie alle toll. Wozu habe ich diesen Rohrschachttest dabei? Ich kann meine Farben da reinschmeißen. Und mein Dings da... Ach, je. Ich hoffe, das reicht so, ne? Das muss auch dann... Ich hoffe, das ist alles einfach nur spiegelverkehrt. Dann nehmen wir Gelb. Und das Dunkelblau für hier. Wie aufwendig. Ich möchte hier gerne dann Rot haben. Da unten habe ich Schwarz. Ach, das wird schon irgendwie reichen, was ich hier mache, hoffentlich. Okay, ich war plötzlich fertig. Okay. Muss ich hier nochmal gucken, was ich da... Bin ich persönlich auf Überspringen gekommen? Nein, das hat sie von selber aufgefüllt. Das ist schön, das freut mich. Die Statue der Weisheit wurde erweckt und pulsiert vor sich hin. Ich hab noch die Figuren nicht. Ich hab noch den... Ich kann den Kristall aber hier reinstopfen, ne? Und das Bild kann ich... Fertig... Sieht aus, als müsste das irgendwo hier hin. Dann. Jetzt hab ich hier Gelb. Das müsste einmal so rum. Nein, ein Stück weiter nach unten, danke. Grün und Gelb gehört hier hin. Das gehört nach unten.
Das gehört hier hin. Nicht nach da oben. Aber das hier gehört nach hier oben rein. Nein, das war zu energisch gedrückt. So. Jetzt haben wir Rätsel des Vertrauens in weniger als 3 Minuten gelöst. Okay. Nachdem die Statue weg wurde, erschienen Herzgewinnungsutensilien. Das freut mich. Hier, was habe ich denn? Die Statue des Vertrauens.